Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu diesem ekligen Herbsttag in Mad Eagle Dynasty. Wir sind immer noch dran, die drei Häuser fertigzustellen. Und ich werde auch in dieser Folge nochmal ein paar Schafe kaufen gehen, denke ich mal. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Let's go. Erstmal gleich in die Verwaltung reinschauen, denn wir haben ein Problem. Wir haben keinen Mitarbeiter im Ferch. Achso, ja doch, wir haben ja den Ferchers gebaut, lol. Das macht Sinn. Wir haben kein Material in der Fischerhütte, wie immer. Wir haben kein Material in der Näherei. Okay, das sind die zwei Probleme, die wir jetzt haben, aber ist okay. Mein Bronzehammer hat noch 1% Haltbarkeit. Ich werde mir mal einen neuen bauen. So 6 Bronzehammer. Die können wir auch demnächst dann wieder Geld mitmachen, wenn wir die Schafe kaufen. Aber erstmal habe ich wieder einen, falls jetzt meiner kaputt geht, der jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Folgen, ich werde das beim fürs nächste Mal mal recherchieren, wie viele Folgen der gehalten hat einfach. Es ist unglaublich. Hätte er vielleicht noch für dieses Haus? Ja. Er hat noch so lange gehalten, dass wir das kleine Haus bauen konnten. Schön. Sehr gut. Aber das zweite kleine Haus können wir damit nicht bauen. Nee, uns fehlen auch Steine. Naja, egal. Dann müssen wir wohl auf die Steine erstmal warten. Aber wir haben erstmal ein Haus fertig. Vielleicht kann ich da gleich Kalkstein nutzen, um das zu verputzen. Und dann können wir auch neue Leute einstellen. Ja, jetzt ist er kaputt gegangen beim Verputzen des Hauses. Okay, perfekt verputztes, erstes kleines Steinhaus. Ja, da können wir bei Gelegenheit dann Leute einstellen. Könnte man noch meine Bretter nutzen, um da einen kleinen Lattenzaun drumherum zu bauen. Bin hart überladen, warum? Bin dabei, was so schwer ist. Die Bretter? Oh, ich habe auch 64 Doom dabei. Warum? Wollte ich noch Dünger machen? Beim letzten Mal? Ich weiß es nicht mehr. So. Ich gehe mal Schafe kaufen. Und vielleicht finden wir da auch jemanden, der jetzt im Schafschuppen arbeitet. Zur Not nehmen wir den einen Scheunenknecht, den wir beim letzten Mal eingestellt haben. Hier sind ja gleich die Schafe draußen. Schön, dann können wir die ja gleich von hier draußen kaufen. Schaf weiblich. Werden wir mal in den zweiten Ferch. Männlich, Schafbock auch in den zweiten Ferch. Du kommst da auch rein. So, jetzt müssen wir für die nächsten Pferde, sag ich schon. Für die nächsten Schafe müssen wir auf jeden Fall was verkaufen. Aber ich glaube, ich kaufe jetzt nur noch Jungtiere. Zeig mal deine Ware her. Kaufen wir mal die Bronzehämmer ab. So. Kauft er noch ein paar Jungtiere? Nö. So, sollte erstmal reichen. Mit Schafen. Und dann lassen wir die mal ein bisschen Nachwuchs zeugen, groß werden, Wolle generieren und so. Und dann wird das schon gut. Ich denke schon. So, wir brauchen jemanden mit Landwirtschaft. Oh ja, sie ist gut. Er hat Gewinnung 3, Landwirtschaft 3. Gucken wir uns trotzdem nochmal die anderen an. Sie hat... Oh, sie hat auch sehr, sehr gute Werte. 23. Ja, dich nehme ich. 4200. Reputation erforderlich. Habe ich nicht, oder was? Habe ich nicht. Verwaltung. Ich habe... Warte. 4160. Haben wir hier eine Easy Quest... Kann ich dir bei etwas helfen? Da ist eine Leiche. Eine Leiche? Was für Leiche? Was? Eine Leiche?
lebende Tote. Untersucht die Leiche. Okay. Untersuchen wir die Leiche. Klingt aber wieder nach einer Quest, die sich ewig zieht. Ich hoffe nicht. Meine Leute brauchen auch Brennholz. Brennendes Holz. Milton. Okay. Schau genauer hin. So, jetzt sollen wir mit dem nächsten sprechen. Jetzt untersuchen wir einen Mordfall. Ich habe schon wieder zu viel weggeklickt. Einfach Dialoge übersprungen. Warte auf die nächste Jahreszeit. Ich hasse solche Quests. Das kann doch nicht wahr sein, Warzenschwein. Dann nehmen wir jetzt einfach in der Verwaltung, sagen wir jetzt hier, Scheunenknecht, Boguslav, du arbeitest nicht mehr in der Scheune, sondern im Pferch. Let's go. Ja, wir müssen wieder hin. Die frieren. Meine Leute frieren. Naja, ich mach die Quest schon, aber auf die nächste Jahreszeit warten, das ist immer Murks, das mag ich nicht. Das zögert so eine Quest einfach viel zu sehr hinaus. So, Brennholz, Brennholz, Brennholz. Wo habe ich denn Merkornbrot her? Wahrscheinlich bei der Leiche gefunden. So, Brennholz. Ich habe ja auch Quests hier im Dorf. Vielleicht mache ich die. Um eine neue Reputation zu kommen. How can I help you? Wie kann ich dir helfen? Alter, du hast einfach 82 Stimmung. Top. Have a good day. Stefan muss weg. Wer ist Stefan? Achso, wir sollen an den Gift abliefern. Okay. Haben wir noch Gift? Ich glaube, ich habe noch Gift. A, B, C, D, E, F, G. Haben wir kein Gift mehr? Kein Gift. Was brauche ich denn, um Gift herzustellen? Ey, übrigens, haben die jetzt schon Mohn geerntet? Ja, der gesamte Mohn ist weg. Okay. Top. Ich gehe mal kurz in die Kräuterhütte und guck mal, was ich brauche, um Gift herzustellen. Ach so, und wir müssen mal gucken, wie viele Schafe haben wir denn jetzt? Also das sieht schon mal gut aus. Und hier hinten ist auch alles voll. 8 Stück. Schön. Bin gespannt, wenn die hier rausgehen, wie das aussieht. Kräutertisch. Heiltränke. Vergiftet Munition. Andere Tränke. Nachtsichttrank. Gift. Tollkirsche. Eimer mit Wasser. Und hölzerne Fiole. Ich glaube, ich kaufe ein Gift. Aber erstmal gehen wir schlafen. Ich hasse dieses Wetter. Das ist ja eklig. Nee, das will ich nicht. Ich gehe schlafen. Sieht aus, als ob das Wetter gut ist. Oh, perfekt. Wunderschöner Herbsttag. Schön. Ich möchte gleich mal gucken, was wir jetzt, wie wir jetzt den Mohn weiterverarbeiten können und wie viel wir jetzt da rausbekommen haben. Meine Güte. Ah, Mohn, Mohn, Mohn. Hier haben wir einen. Das war, glaube ich, hier, ne? Hier konnte man, genau, Mohnsamen. Das hat man nicht irgendwie gedroschen, sondern das hat man irgendwie so, das muss man so rausdrücken, rauspulen oder so, ne? Das ist so wie ein bisschen wie Granatapfel. Wahrscheinlich ein richtig schlechter Vergleich. Aber man bekommt ja halt auch kein Stroh raus, ne, aus Mohn.
Hafer können wir auch gleich dreschen, aber ich liefere erstmal die Mohnsamen ab. Schön. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Stein regeneriert sich auch langsam wieder im Lager. Das wird ja auch ständig gebraucht, ne, für Werkzeuge und sowas. Ich mache ja, glaube ich, nur auch Steinwerkzeuge. Siehst du, da könnten wir eigentlich mal sagen, in der Verwaltung, Schmiede, wo ist die Schmiede? Hier. Kupferbarren steht ja schon her. Mach mal alles aus Kupfer, bitte. So, Kupferäxte. Auch mal eine am Tag herstellen. Kupfermesser. Mal so eins am Tag. Kupfersichel. Kupferhammer. Müssen wir freischalten. Okay, dann schalte ich den mal frei. Kupferwerkzeuge, Kupferhammer, hier haben wir ihn. Okay. Gibt halt keine Kupferspitzhacke, ne? Bei Kupferhacke schalten wir noch frei. Ja. Haben wir auch gerade richtig wenig Kohle. Kupferhacke, wo war die jetzt noch gleich? Da, Kupferhacke. Okay, gut. Da sind wir mal alles aus Kupfer. Und wir durften keinen Stein mehr durch die Schmiede verschwenden. Das ist auch ganz gut. Ja. Guck mal ganz kurz in die Technologie. Wie viel brauchen wir noch bis zur Mine? Nicht mehr viel, 500 Punkte. Naja, okay. Achso, ich wollte mir ja mal die Schafe angucken. Vielleicht sind die jetzt schon draußen. Und wir machen noch mal eine kleine Kaki-Runde. Das ist immer wichtig. Okay, sehr gut. Boah, das wird gut. Wenn das hier richtig voll ist, wird das richtig gut. Top. Da brauchen wir ja bald einen Border Collie, der das hier hütet. Da versperrt schon wieder die Durchfahrt hier. Wir haben halt auch einfach keinen Dünger mehr. Wir müssen jetzt wirklich dringend Dünger herstellen. Aber wir können 104 herstellen. Also wir haben ein bisschen was an Kaki gesammelt. Sehr schön. Okay. Erstmal Versorgung wieder sichergestellt. Könnt ihr mir eigentlich mal das Mehrkornbrot reinziehen? Ich habe gerade ein bisschen Hunger. Alter, ist auch ein ganzes Brot, ne? So ein ganzes Brot. Einfach so weggeraucht. Top. Ja, jetzt haben die wieder Dünger, jetzt können die wieder umgraben. Ja, seht ihr Roggen, das ist auch gut. Cool wurde geerntet. Ich überlege, ob ich hier einfach noch so ein paar Komposter hinstelle. Brauche ich 8 Stämme für einen. Weil wir einfach... Wir haben so viel Scheiß. Kohle, ne? Zum Beispiel. Könnten wir vielleicht doch noch was verkompostieren und Dünger herstellen. Arbeitsstation, Landwirtschaft und da ist der Komposthaufen. Will ich ja einfach hier daneben. Dann können wir gleich den Kohl hier rausholen und den hier reinwerfen. Auch Eier, Alter, wie viele Eier wir eigentlich einfach haben. Also wir können auch Eier entsorgen. Ist zwar ein bisschen, fühlt sich ein bisschen falsch an, aber... Was willst du machen, ne? Was willst du machen? Getrocknetes Fischfilet läuft auch, also sehr gut. Karotten. Cool, Alter. So, ich werf das schon mal rein. Ja, ist ein bisschen Lebensmittelverschwendung, aber wir erstellen ja einen Kreislauf. Ne? Der Dünger wird wieder zu Lebensmitteln, die wir verkaufen können. Und die Lebensmittel, die wir nicht mehr brauchen, die kommen hier rein. Und werden zu Dünger. So, da haben wir schon einen Komposthaufen voll. Ging auch schnell. Ja, da kriegen wir gar nicht den ganzen Müll unter. Okay, ich brauche noch einen dritten. Also ich glaube, 3 ist okay. Mehr mache ich nicht.
Dann müssen wir eher darauf achten, dass wir da öfter mal was reinwerfen. Das jetzt wirklich alles reinzuwerfen, was wir jetzt gerade haben, dann eher darauf achten, dass wir das Ding zuverlässig befüllen. Zufällig, genau. Da geht nicht mal der ganze Kohlstack rein, den ich gerade geholt habe. Okay. Einfach 331 Verdorbenes hier drin schon. Das können wir auch gleich zu Dünger machen. Immerhin 33 Dünger. Die Umrechnungszahl vom Verdorbenen zu Dünger ist ja auch... Aber ich vermute mal, dass jetzt mit den drei Komposthaufen da eine Menge zusammenkommt. Vielleicht können wir uns dann die Kacki-Runden sparen und einfach die Komposthaufen betreiben. Es haben ja auch schon einige in den Kommentaren empfohlen, dass das ganz gut geht. Also werde ich das mal testen. Ich teste es für euch, damit ihr das nicht machen müsst. Ist hier ein bisschen zu viel Unkraut. Ich will mal Unkraut jäten. Unkraut jäten. Jät. Ja. Nee, doch. Besser. Muss noch gedüngt werden. Hier wird gedüngt. Hier wird auch gedüngt. Ja, ja, wird überall gedüngt, ne? Da geht halt auch der Dünger weg. So. Jetzt haben wir ja eine Weile gewartet. Und könnten mal gucken, was jetzt mit den Steinen ist. Die wir verbauen können. Krass, wie viele Steine man einfach braucht für dieses, für das große Haus. Boah, ich hab's noch nicht ganz fertig. Da hinten fehlen mir noch 4 Steine. Aber die könnte ich jetzt mal so schnell pflücken, ne, vom Feld hier. Hier ist zum Beispiel einer. Okay. Mal schnell 4 Steine gepflückt. Und hier ausgebaut. Ich finde das auch gut, dass hier dieses Laub hier so reinwächst in die Bude. Weil dieser Baum hier direkt steht. Nee, doch. Ist schon, das Dorf wird immer hübscher. Es macht schon Spaß, hier zu wohnen und hier zu bauen. Können wir gucken, ob wir gleich noch den Kalkstein dafür haben. Wir haben ziemlich viel Kalkstein zurzeit. 92 Kalkstein. Mal sehen, ob das reicht für das große Haus. Naja, es hat, sagen wir es so, es hat für das gereicht, was ich bis jetzt gebaut habe. Nee, stimmt, das habe ich ja auch schon gebaut. Nee, das hier oben hat, es hat nicht ganz gereicht. Da fehlen noch 4 Kalkstein. Ja, ich ziehe jetzt hier gerade einen Haufen Baupläne und habe gar nicht die Kohle dafür. Also, nee, nicht die Kohle, sondern die Mats. Mats habe ich gar nicht dafür. Naja, ist aber auch nicht schlimm. Kriegen wir schon zusammen. Ich brauche eigentlich nur Bretter zu machen. Ein bisschen Holzstämme. Und hier vorne halt noch die Steine, aber... Ich mach mal Bretter. Wir bauen ein bisschen weiter. Ihr wisst immer, wenn ich so eine Folge habe, wo wir viel bauen, dann quatsche ich auch nicht so viel, dann wird die Folge ein bisschen kürzer. Aber wir müssen halt uns um die Baustellen kümmern. So, jetzt haben wir hier ein paar Zäune gebaut. Schön. Ein bisschen Gartenfläche.
Für die Bewohner. Hier geht's rum, hier geht's zum großen Haus. Finde ich auch sehr schön, wie separiert das hier ist. Ja, die haben einen schönen großen Garten. Ich glaube, hier kann man nachher auch noch irgendwas reinmachen. Vielleicht auch so eine, dass man hier so ein bisschen so ein Tor reinmacht und hier auch wieder so eine Feuerholz-Sitzecke, wo man dann am Lagerfeuer sitzen kann. So ein bisschen so ein Grillplatz, Partyplatz. Ja, hier vorne. Zwei verschiedene Zäune finde ich auch sehr, sehr nice. Hier könnte man vielleicht noch ein bisschen separieren. So vielleicht. Ja, finde ich cool. Finde ich cool. Hier könnte man in diese Lücke hier... Wartet, ihr wisst schon, was ich da reinsetzen möchte, ne? Hier schön einen Donnerbalken rein. Top. Hier. Bei dem Haus machen wir es hier direkt an die Kante ran. Kannst du direkt, hast du vom Fenster, vom Küchenfenster, hast du hier schön den Geruch im Haus. Schön. Schönen Donnerbalken. Wie können wir den hier reinmachen? In die Ecke. Da passt der auch sehr, sehr gut rein. Schließt ja auch so ein bisschen die Lücke ab. Top. Hat jedes Haus noch seine Toilette? Brauchen wir nur noch Stein und Kalkstein, um das hier zu bauen. Können wir ja noch mal kurz ins Lager gucken, ob wir jetzt den Stein schon haben. Aber an sich finde ich die Ecke da vorne sehr, sehr schön. Und wie gesagt, das ist ja, kommt uns ja nur zugute, dass wir da wieder Leute einstellen können. 71 Stein, das könnte was werden. Ich freue mich schon, wenn ich hier vorne die Marktplätze hinstellen kann. Ich hoffe, ich kriege hier genug hin. Wenn nicht, suchen wir uns noch einen anderen Spot. Hier zum Beispiel könnte noch einer hin. Ja, top. Hat gereicht für das Haus. Der Stein. Schön, schön. Jetzt gucken wir mal, ob da jetzt auch genug Kalkstein nachgeliefert wurde. Ich glaube es fast nicht, aber... Kalkier Stein, 15. Nee. Leider haben wir da noch nicht genug, aber ich verbaue erstmal das, was wir haben. Ja, ist erstmal die Front so ein bisschen verputzt hier. Ja, ist ein schönes neues Wohnviertel, finde ich gut. Also zurzeit meckert die Schneiderin auch nicht, dass sie Wolle braucht. Das ist ganz gut. Das weckt die Hoffnung in mir, dass wir genug Schafe haben gerade. Um die Versorgung abzudecken. Aber guckt euch das an. Was das für eine Armee ist. Müssen nur noch die kleinen Schafe groß werden und dann haben wir richtig viel Wolle. Na, ihr beiden, habt ihr schon genug von den Schafen? Hä? Kurz nochmal geguckt, wie es auf den Feldern aussieht. Ja. Flachs ist wieder gedüngt. Roggen ist ausgesät. Schön, das ist gedüngt, das ist gedüngt und das ist gedüngt. Mohn auch schon fertig gedüngt? Ja. Oh, top. Ah, es läuft, es läuft, es läuft, es läuft. Also, wir sind im Herbst jetzt am Ende des zweiten Tages mit allen Arbeiten fertig, die wir machen sollten und wir haben noch 50 Dünger übrig. Kann mich nicht beschweren, es läuft zurzeit wirklich gut hier. Es wäre schön, wenn wir mal wieder was freischalten können. Wenn wir genug Punkte haben und so. Ja, aber zurzeit läuft es ganz gut. Da oben müssten wir halt nochmal gucken. Achso, da können wir nochmal gucken, was jetzt der Hopfen macht, ne? Wo ich den gerade sehe da. Auch
eine gute Frage, wann wir da das erste ernten werden. Ich weiß nämlich nicht, in welcher Jahreszeit man Hopfen erntet. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Oder? Ist der Zaun noch offen? Naja, egal. Hopfen. Ach so, ich kann ernten. Ich kann den ernten. Lol, dann mache ich das doch mal. Stimmt, hier oben haben wir ja noch keine Leute, die das machen. Wir brauchen so viele Leute mit Landwirtschaft. Ist wirklich der wichtigste Skill im Spiel. Ich wusste nicht, dass wir den schon ernten können, aber okay, merken wir uns, im Herbst können wir Hopfen ernten. Und solange wir hier oben den Schuppen noch nicht fertig haben und dass hier noch keine Leute eingestellt haben, müssen wir den Bums immer noch alleine machen. Was läuft das schon mal gut? Wie viel haben wir jetzt? Knapp 600 Hopfen haben wir jetzt geerntet. Ja, Topf. Topf. Topf, die Hopfen. Dann können wir ja, also wir sammeln jetzt ganz viel Hopfen, ne? Und wenn wir dann irgendwann die Taverne haben, dann machen wir ganz viel Bier. Und dann geht hier die Stimmung aber sowas von durch die Decke, sage ich euch. Ja, das wird super. Haben wir jetzt jemanden wieder, der noch keinen Beruf... Nee, okay. Alles Kinder. Alles Kinder. Ja, Vesebora ist auch schon 4, aber bis wir den irgendwann mal als Lehrling irgendwo einstellen können, schwierig. Aber die... Guckt euch die Werte an. Die sind halt top. Die Werte sind halt top. Gut, außer von den letzten Miroslava und Buguchvala. Die haben Scheißwerte. Aber guckt euch doch mal die Werte von meinem Kind an. Oder der eine, der da Broslav, der alles dreien hat. Oder die da drunter, Naslava, die einfach hatte einfach vorne bei Gewinnung eine 4 und den Rest 3. Kannst du für alles einsetzen. Das sind die ersten Dorfbewohner, die ich, glaube ich, dann fragen werde. Was würdet ihr denn gerne tun? Weil wenn man die nämlich fragt und im Dialog herausfindet, was die gerne machen wollen, dann und die da auch einsetzt, dann leveln die halt viel schneller und sind viel produktiver. Wir haben aber schon wieder 4 Schwangere. Was ist mit euch los, Alter? Ihr zeugt so viel Kinder. Naja. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt in den nächsten Tag gehen, war es das schon wieder mit dieser Folge. Mad Eagle Dynasty hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und schreibt einen Kommentar. Das würde mich freuen. Das füttert den Algorithmus. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.